Willkommen zurück zu Gothic. Ich habe mich in der Zwischenzeit nicht geheilt. Hey du, du hast Glück. Du bekommst eine neue Chance. Diesmal solltest du es nicht vermasseln. Also, du gehst zum Reislord und dann bringst du schön brav allen Bauern ihr Wasser. Klar? Okay. Ich tu mal so, als würde ich mitspielen. Hallo, Freund. Einfach um jetzt. Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Einfach um jetzt, solange ich angeschlagen bin und meine Stärke noch nicht erhöht habe, nicht gleich verprügelt zu werden. Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. Genau. Das heißt, jetzt gehe ich rein zu Laris, müsste das sein. Ja, und was sagt die Uhr? Die Uhr sagt Nachmittag. Na, ich glaube, wenn ich bei Laris war und stärker geworden bin, dann haue ich mich erstmal eine Runde aufs Ohr. Habe ich eigentlich noch so eine Frau dabei? Wo ist das? Ja, einer noch. Sag mal, rauchst du eigentlich? Homer? Hallo. Nein, er raucht nicht. Schade. Schade. Ach ja, die Laufwege bei Gothic. Das ist echt so ein kleines Problem bei Gothic, dass man immer ständig so weit, so lange laufen muss. Guck mal, du. Hallo. Du willst doch genau. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir jetzt, wenn du mal wieder. Wusste ich's doch. Das Sumpfkraut wird man im neuen Lager einfach immer los. So, diesmal machst du hoffentlich nichts zu meckern. Nee. Gut. Habe ich den Fokus eigentlich dabei? Nee, ne? Den habe ich ja den Korkalor abgeliefert. Hallo. Hallo Laris, ich will stärker werden. Ich will mich verbessern. Oh, wie viel nehme ich denn da? Ich habe jetzt Stärke 17. Ich gehe erstmal auf 20. Das müsste ich jetzt haben, genau. Und ich habe immer noch 41 Lernpunkte. Na komm, dann baller ich auch nochmal 20 drauf. Damit habe ich jetzt 40 Stärke und ich habe noch 21 Lernpunkte. Damit könnte ich sogar meine Einhänder noch hochleveln auf Level 2. Ich will aber zwei Händer lernen. Ich glaube, nach Waffen habe ich mich hier schon umgeguckt. Das werde ich jetzt nicht wieder tun. Nee, ich bleib jetzt erstmal bei dir, bei der Axt, die ich da hab. Bei dieser Waffe. Und hoffe mal über Stärkesteigerung jetzt dann doch ein bisschen mehr Schaden zu machen. So, jetzt erstmal eine Runde ausruhen, ne? Wie gesagt. Und hier ein bisschen Backtracking begehen oder tun. Ein bisschen Backtracking machen. Nämlich den Lurker da drüben hoffentlich endlich mal besiegen. Ich frage mich auch, ob Mordrak was zu sagen hat, jetzt nachdem ich im Sumpflager war. Ursprünglich war das ja sein Auftrag. Ich glaube, auf dem Rückweg werde ich ihn dann doch einfach nochmal ansprechen. Ach, man kann da auch direkt hoch, oder? Ich muss da nicht gar nicht so außen rum. Es ist ja faszinierend, dass man, wenn man unter Wasser ist, deutlich, deutlich weniger sieht, als wenn man über Wasser ist und unter Wasser guckt. Naja, gut, ist ein altes Spiel. Da bist du. Ich speichere nochmal. Für alle Fälle. Und eigentlich sollte ich dich jetzt hoffentlich platt. Ah! Verdammt! Oh, 200 Erfahrung. Klaue des Dumblurker, die Lurkerhaut und zwei Klauen. Wow, erstmal ein Sprung ins Wasser, ein Freudesprung. Sehr, sehr cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so einfach geht.
nachdem ich die letzten Male immer so gnadenlos abgeblitzt bin. Aber immerhin bestätigt das die These oder das, was ich gelesen habe, dass man nämlich mehr Schaden macht, wenn man stärker wird. Das ist gut zu wissen, weil das nämlich bedeutet, dass ich stärker werden kann, auch wenn ich mal eine Weile keine Waffe oder Rüstung finde. Finde ich gut, dass man hier noch eine Stellschraube mehr hat, um besser zu werden. So, aber jetzt will ich erstmal die Quest beenden. Hallo. Ich habe das Biest erledigt. Nein! Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Schlaf gut. Ich sagte nein. Warum? Weil mir noch genau 40 Erfahrungspunkte fehlen zur nächsten Stufe. Naja, aber wenn ich da unten dann jetzt gleich Lefty verprügle, sollte ich die eigentlich kriegen. Davor würde ich mich aber gerne heilen. Da fehlen mir genau 15 Lebenspunkte. Und 15 Lebenspunkte bekomme ich zum Beispiel von einem Stückchen Käse. Käsebrot ist ein gutes Brot. Hä? Wo sind die ganzen... Ach nee, die sind alle da. Okay. Nein! Ich will nicht sehen, Jan. Kommt er jetzt? Hallo! Ja, er kommt. Was? Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Ja, yeah, ist okay. Hallo! Wegen der Sektensache. Was gibt's? Ich hab noch nichts rausgefunden. Bleib dran. Junge, du hast was rausgefunden. Zeig mir deine Waffe. Such dir was. Du hast rausgefunden, dass sie hier Fokus und so und große Beschwörung. Sag mal. Wahrscheinlich kann ich erst Bericht erstatten, wenn ich die Quest komplett erledigt habe. 21 Lernpunkte. Ich könnte nochmal 10 in Stärke reinballern. Nee, komm, was soll's. 40 Stärke reichen erstmal. Andererseits, wenn ich mich dann nachher mit meinen Crawlern anlege, habe ich lieber ein bisschen zu viel Stärke als ein bisschen zu wenig. Zumal ich ja jetzt gleich nochmal 10 Lernpunkte dazu bekomme. Also, was soll's. Komm, gib mir nochmal 10 Stärke, Lester. Lester? Laris? Gott, wie ich diesen Namen ständig verwechsle. Warum hat das gerade so geruckelt? Ich weiß es nicht. So, Laris. Hallo. Ich will nochmal stärker werden. Ich will mich verbessern. 5 und 10. Jetzt müsste ich 50 Stärke haben. Ja, 50. So, das sollte jetzt aber definitiv reichen für den dicken Lefty. Und für die Minecrawler in der Mine. Wenn nicht, dann ist die Quest einfach jetzt viel zu schwer an dieser Stelle im Spiel. Wovon ich jetzt eigentlich nicht ausgehe. Also ich denke schon, dass man, wenn man die Quest hier so kriegt, dass man die dann auch machen kann. Und ich hoffe mal nicht, dass die Entwickler sich gedacht haben, oh ja, die Templer, die erledigen das schon. Weil ich will die Erfahrung schon für mich selber haben. Fände ich ein bisschen doof, wenn das so gedacht wäre. Dass ich die Erfahrung gar nicht selber kriege. So. Jetzt möchte ich, einfach weil ich mir nicht sicher bin, ob es klappt, einfach nochmal eine Runde speichern. Und damit ich mich traue, werde ich mir jetzt passenderweise mit dem Wasser vom Reislord ein wenig Mut antrinken. So, hier. Früher wäre das gar nicht. Hey du! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Ein Kampf! Wow! Der Kampf ist entschieden! Wow! Verdammt! Nein! Ein Kampf! Warum haut er mich? Du bist nicht Lefty! Nein! Du darfst mich nicht hauen! Der Typ verdrückt sich! Ist er noch da?
Ach, verdammt. Ich wollte ihm noch seine Sachen abknöpfen. Und dann heile ich mich mal eben noch eine Runde. Das wären hier 83. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. 83. Na komm, 6 mal Käse. Macht 90. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das passt doch. Wunderbar. So, und weil es so schön war, werde ich ihn jetzt nochmal anquatschen. Hallo. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Ich wollte gerade sagen, er hat sich wieder voll geheilt. Na, mein Freund? Mann, was willst du? Weichei. Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Hallo, willst du dich nochmal mit mir anlegen? Na, mein Freund? Doch, tatsächlich, warte mal. Ich hatte einen schlechten Tag und suche ein bisschen Ausgleich. Halt mal still. Du versuchst tatsächlich, mich zu verarschen. Nein. Was ich tatsächlich tun will. Alles in Ordnung. Der Kampf ist entschieden. Ist hier deine Waffen abnehmen. Verdammt! Der schon wieder. Ich wollte ihm seine Waffen abnehmen, damit er keine Unschuldigen mehr terrorisieren kann. Aber da kommt schon wieder dieser andere Typ. Der Typ verdrückt sich. Ah, das gibt's doch nicht. Schweinerei. Jetzt muss ich mir wieder den Bauch vollstopfen. Gibt's doch nicht. Ja, komm, dann mach ich das halt immer eben schnell. Wobei, ich sehe gerade die Folgenzeit, die ist fast rum. Das heißt, ich werde jetzt einfach nur die Höllenpilze futtern. Das sollte reichen für den ein oder anderen Scavenger. Und dann werde ich mich offscreen wieder vollmampfen und voll heilen. Ah! Ist die Lefty-Sache jetzt eigentlich erledigt? Ja, die ist erledigt, genau. Deswegen habe ich auch die 300 Erfahrung gerade bekommen. Sehr schön. Damit sind die Quests hier im neuen Lager fürs Erste erstmal erledigt. Und ich kann mich ganz der Sektensache widmen. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob der Scavenger mit einem Schlag umfällt. Das sollte er aber tun. Also ich... Ja, das wird schon passen. Ich bin da zuversichtlich. Wobei eigentlich wäre es blöder, jetzt rechts rum zu gehen, weil die Mini doch hier links ist. Gut, dann muss eben dieser Scavenger hier als Versuchsobjekt herhalten. Ich bin maßlos begeistert. So, komm, die hole ich mir auch noch. Bisschen Action. Wow, ein Schlag. Bleibst du hier? Komm her. Ich traue mich nicht, Steuerung loszulassen. Geht doch. So. Das ist verdammt praktisch, dass die Blutfliegen jetzt mit einem Schlag umfallen. Weil die immer so nervig hin und her tänzeln und mal hoch und mal runter und links und rechts fliegen. Und nach dem ersten Treffer sind die verdammt schwer, noch ein zweites und drittes Mal zu treffen. Deswegen bin ich jetzt echt froh darüber, dass ich die mit einem Schlag kaputt kriege. Oh, das tut so gut. Ich fühle mich so stark. Ja, Minecrawler, ich komme. Ich werde euch so verhauen. Und wehe, die Templer quatschen dazwischen rein und wollen mitmachen und Erfahrung klauen. Wehe, ihr Templer macht das. Ich komme ganz alleine zurecht. Jawohl. Und weil es so schön war... Hey! Warum hat das gerade nicht geklappt? Na, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ah, oh, ich fühle mich so stark. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich stark fühle? Ich glaube ja. Oh Mann. Mal wieder die alte Mine, ne? Zum dritten Mal, glaube ich, jetzt. Und ich habe mich noch nie hier draußen umgeschaut. Das mache ich doch jetzt einfach mal, weil ich es kann. Weil, nee, auf dem einen Turm da drüben, auf dem einen Aussichtsposten war ich schon.
Mal gucken, ob es vielleicht auf dem hier irgendwas gibt, weil auf dem anderen war ja nichts. Aber gibt es hier vielleicht irgendwas in diesen Hütten? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Gut, dann werfen wir noch einen Blick da oben hin. Und falls da nichts sein sollte, werde ich einfach wieder runterklettern. Ich habe nur vorher zur Sicherheit gespeichert. Also, wie ich mich kenne. Besteht eine von null verschiedene Chance, dass ich da runterfalle und sterbe. Yay, ich habe Licht gemacht. So, das war's jetzt aber für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann in der alten Mine. Es sei denn, auf dem Weg dorthin passiert noch irgendwas Spannendes. Tschüss!